Bei den 5,83 Meter scheitert Sam Kendricks. Der Weltmeister ist somit Zweiter beim internationalen Springer-Meeting Cottbus. Seine gestrige Leistung liegt bei 5,78 Meter. Trotzdem ein guter Auftakt in die Saison, die beginnt er nämlich hier in der Lausitz Arena. Mein erstes Mal hier ist wirklich besonders. Mir war nicht klar, dass es so aufregend sein würde. Manchmal gehen Athleten zu diesen Wettkämpfen, um zu sehen, ob sie fit fürs Jahr sind. Aber bei diesem hier musste ich alles geben, um gegen Piotr Liszek aus Polen anzukommen. Und Piotr Liszek ist der Sieger des Abends. Er springt die 5,83 Meter. Doch genauso wie Sam ist er auch ein 6-Meter-Springer. Für beide Spitzensportler wäre noch einiges drin gewesen. Piotr Liszek verteidigt in diesem Jahr seinen Titel. Neben den beiden sind noch 8 weitere Top-Athleten beim Stabhochsprung am Start. Unter anderem Shaughnessy Barber, der Weltmeister in Peking 2015 wurde. Oder Vladislav Maliki, der mit 20 Jahren der jüngste Teilnehmer bei den Männern ist. Doch beim Springer-Meeting geht es nicht nur um den Sieg, sondern auch um die Qualifizierung der Hallen-WM in Birmingham im März. Bei den Frauen sind es insgesamt 5 Teilnehmerinnen. Sie treten gegeneinander beim Hochsprung an. Marie-Laurence Jungfleisch springt für Deutschland. Die Bestleistung ihrer gesamten Karriere liegt bei 1,97 Meter in der Halle. Gestern lag die Höchstleistung bei 1,88 Meter. Damit ist sie auf dem 3. Platz. Für die weiteren Wettkämpfe möchte sie sich noch steigern. Dieses Jahr ist natürlich die DM in Berlin im Fokus. Da möchte ich ja, auf jeden Fall am liebsten Bestleistung springen, über 2 Meter. Und ich muss natürlich viel arbeiten dafür. Und, ja, ich glaube, es wird aber auch. Also ich bin sicher, dass es über die 90 gehen wird. Vielleicht nicht unbedingt in der Halle, aber auf jeden Fall dann heute. Also auf jeden Fall dann noch dieses Jahr. Platz 1 bei den Frauen machte die Ukrainerin Julia Levchenko. Sie ist ab der 1,91 Meter Marke alleine im Wettbewerb. Die Athletin springt 1,97 Meter. Auch für den Meetingdirektor Ulrich Hobeck ist es ein erfolgreicher Abend. Für ihn hat der Leichtathletiksport einen hohen Stellenwert und ist ein Vorbild für angehende Sportler. Das zeigt vor allem auch die Stimmung in der Lausitz Arena. Die Halle ist ausverkauft. Für die Sportathleten und Fans ein gelungener Start in die Leichtathletik-Saison.